Hi, herzlich willkommen. Heute zum Thema, warum Zucker scheiße ist. Oder besser nein, zum Statement, Zucker ist scheiße. Ich habe vor 71 Tagen aufgehört, Zucker zu essen. Da war ich noch in Santa Rosa, da war ich im True North und habe mir vorgenommen, dass ich nicht mehr irgendwo in ein veganes Restaurant reingehen werde und mir da ein veganes Dessert bestellen werde, wo Zucker ist, oder dass ich in irgendeinen Supermarkt reingehe und mir dort einen Cliff Bar kaufe, sondern ich habe mir vorgenommen, keinen raffinierten Zucker mehr essen, und das habe ich jetzt seit 71 Tagen gemacht. Aber der Härtetest, was Zucker halt wirklich emotional in einem anstellt, kam jetzt rückblickend, muss ich sagen, für mich diese Woche. Denn es sind zwei Sachen passiert, die in den letzten 71 Tagen überhaupt gar nicht passiert sind, die als ziemlich guter Maßstab dazu dienen, was Zucker für ein Scheiß in unserem Gehirn anstellt. Erinnert mich schwer an Zigaretten. Also folgendes, ich war am Mittwochabend im Bioladen an der Spätschicht an der Backtheke. Und wie lange bin ich jetzt aus den USA wieder da? 5 Wochen oder so. Und immer wenn ich an der Backtheke war, habe ich absolut rein gar nichts dort genascht. Auch nicht, wenn es ein veganer Kuchen war. Ich habe da nichts von, ich habe absolut keinen Zucker gegessen. Nicht mal, wenn es da gratis, geschenkt, Verkostung oder sonst was gewesen wäre. So, und dieses Mal, letzte Woche Mittwoch, war es das erste Mal, dass es so richtig stressig wurde. Und richtig stressig bedeutet für mich eine dense Backtheke, die gleichzeitig die Käsetheke ist, dass ich an beiden Theken, nein, dass ich eigentlich an der Backtheke 5 Leute habe oder an der Käsetheke eine Person, die 4 unterschiedliche Käsesorten haben will und von jeder nur 3 Scheiben. Und A, hasse ich Leute, die Käse kaufen wollen sowieso und lüge die ganze Zeit. Beziehungsweise, ich mache gute Miene zum bösen Spiel, damit möchte ich Ihnen sagen, ihr bringt euch damit um. Das mache ich natürlich nicht, das wäre geschäftsschädigend. Das ist dann so, also es war richtig ultra stressig, aber ich wusste, es war stressig, aber ich habe den Stress irgendwie nicht empfunden. Und das war total, also ich bin nicht irgendwie, normalerweise fange ich an Panik zu kriegen. So in dem Sinne, oh Gott, ich kriege meine Arbeit nicht richtig alles auf die Reihe und es wird alles unordentlich und ich mache meinen Job schlecht und die sollen alle abhauen, damit ich meine Arbeit ordentlich machen kann, aber eigentlich sind die ja meine Arbeit. Das ist total irre. Also das passierte alles gar nicht. Ich habe gedacht, ja, wird schon irgendwie nach mir die Sintflut, alles ist gut. Das war eine völlig neue Erfahrung für mich. Und die hat mir gefallen. Also das war cool. Also, ne? Ich so war so stressresistent. Das fand ich immens. Das fand ich beeindruckend. Zweiter Stresstest passierte am Freitag. Das war die erste Klausur dieses Semesters. Dermatologie. Ich habe mich jetzt erstmals mit einem Lernplan, mit einem konkret ausgearbeiteten Lernplan vorbereitet auf diese Klausur. Ich bin in keiner einzigen Vorlesung gewesen, doch in der allerersten, weil ich auch festgestellt habe, dass ich Probleme damit habe, mich zu konzentrieren auf Sachen, die mich gerade nicht interessieren, wenn mich andere Sachen mehr interessieren. Das heißt, wenn ich nicht gerade wirklich daran interessiert bin, im Medizinkram zu lernen, dann kann ich auch nicht ordentlich aufpassen. Und wenn ich dann 5 Stunden lang jeden Tag in der Vorlesung sitze, aber eigentlich nach 2 Stunden schon keinen, ne, irgendwie nicht den Nerv habe, mich jetzt da zu konzentrieren, weil es vielleicht gerade langweilig ist, schweife ich ab und dann lerne ich irgendwie gar nichts. Also ich bin zu den Vorlesungen nicht mehr hingegangen, nur zu den Pflichtveranstaltungen und habe mich dann halt zu Hause hingesetzt, dann, wenn ich in der Stimmung war, zu lernen. Wobei ich mich natürlich auch schon am Riemen gerissen habe, den Lernplan auch zu erfüllen. Was völlig anderes war, in Anbetracht dieser unbewältigbar großen Menge Stoff, die man in Medizin halt immer hat, es war völlig anders, sich den in kleine Happen für jeden Tag aufzuteilen, wo man plötzlich überblicken kann, wie viel Stoff das ist. Und die Motivation war größer, was völlig logisch ist. Es ist bei allen Sachen so. So funktioniert das Belohnungssystem. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wenn euch das näher interessiert, dann kann ich da gerne ein Video zu machen, wie ich gerade Lernstrategien entwickle. Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich vielmehr, dass ich vielleicht wegen des Lernplans, vielleicht aber auch wegen des Zuckers, der nicht mehr da war, auch da nicht die Nerven verloren habe. Also es war dann halt so, ja, okay, du hast dich
ist ein Versuch gewesen, ne? So gut vorbereitet, wie du konntest. Halt, das ist auch nicht übertrieben. Hast wahrscheinlich aber auch nicht so wenig gemacht. Klar, es ist immer auch irgendwie ein Glücksspiel. Manche Sachen kann man halt besser als andere. Es kommt nicht immer das dran, was man gerade kann, sondern manchmal kommen einfach andere Sachen dran. Aber, ja, mein Gott, wenn man durchfällt, dann ist das halt auch wieder nur eine Erfahrung. Die Klausur schreibt man dann halt nächstes Semester nochmal und dann wird man besser vorbereitet sein. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn ich den Stoff nicht kann, aber irgendwie trotzdem die Klausur bestehe, weil ich keine Ahnung abschreibe, dann kann ich den Stoff fürs Examen auch immer noch nicht. Und irgendwann muss er sowieso gelernt werden. Also ist eigentlich scheißegal, ob ich ihn jetzt kann oder ob ich ihn in zwei Semestern kann oder vielleicht auch erst zum Examen kann. Nur habe ich natürlich den ganzen, die ganze Lernarbeit habe ich ja dann zum Examen auch wieder. Schlussendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin nicht durchgedreht. Ich habe zwar an dem Tag einen Kaffee getrunken, weil ich am Vortag einen Kaffee trinken musste, sonst wäre ich nachmittags in der Uni eingeschlafen. Also es war halt auch so ein Tag, wo ich morgens unterwegs war und abends was hatte und nachmittags dann da saß in der Uni und lernte und ich dachte, ich werde bekloppt. Entweder ich schlafe jetzt ein oder ich kann mich gar nicht konzentrieren. Dann wäre die ganze Zeit verschenkt gewesen. Dann habe ich dann immer festgestellt, dass mich die Gedanken an Kaffee regelrecht besessen machen, also Belohnungssystem wieder, und dann habe ich einen Kaffee gekauft und dann wollte ich nicht die Nebenwirkungen des Entzugs am nächsten Tag haben und deswegen habe ich dann nochmal einen Kaffee getrunken, was zwar alles total idiotisch ist, aber man kann nicht immer Mittagsschlaf machen. Und man kann leider auch nicht sein Leben wirklich immer von morgens bis abends frei zeitlich einteilen. Ja, nach der Klausur war ich beim Zahnarzt, weil mir eine provisorische Krone schon auf dem Weg in die USA rausgefallen ist. Und ich die ganze Zeit, jetzt 2,5 Monate, ohne diese Krone gelebt habe. Die ist Gott sei Dank irgendwo da hinten, sodass man die nicht sieht. Aber egal, die sollte wieder reingeklebt werden. Und gleichzeitig stand mal wieder ein Kontrolltermin an, weil das letzte Mal, dass ich da war, vor einem halben Jahr war. Und vor einem halben Jahr hat meine Zahnärztin schon keine Karies gefunden. Und dieses Mal hat sie auch keine Karies gefunden. Und ich war so stolz, weil ich mein Leben lang immer Karies hatte. Ich hatte als Teenager schon den ganzen Mund voll Amalgam. Daran kann man mal ungefähr messen, wie viel Zuckerscheiße meine Mutter an mich verfüttert hat. Und in Anbetracht der Erkenntnisse, die ich jetzt hatte wegen der Stresssituation, denke ich, also alles, was in meiner Kindheit schiefgelaufen ist, ist wahrscheinlich auch nur Zucker. Meine Mutter hat Zucker gegessen, ich habe Zucker gegessen. Wir haben beide Gefühle gehabt, die völlig unangemessen waren und haben uns gegenseitig daran hochgeschaukelt. Außer, dass sie natürlich an mich auch noch ausgelassen hat, was sie an nervigen Scheiß sowohl im Krankenhaus als auch mein Vater, als auch meine ewig kranke Schwester immer abbekommen hat. Alles auf mich. So, und dann noch zusätzlich Zucker. Und ich dann auch auf Zucker. Und, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jemals komplett verstehe, was da wirklich alles schiefgelaufen ist. Aber auch darum soll es nicht gehen. Es soll darum gehen, dass ich mein ganzes Leben lang bei jedem Zahnarzttermin Karies hatte. Auch bei Rohkost. Denn bei Rohkost gab es viele Trockenfrüchte und bei Rohkost gibt es auch Agavendicksaft. Und so Sachen. Und seit ich die Challenge erfunden habe, vor 1,5 Jahren, hat meine Zahnärztin nichts mehr gehabt, woran sie hätte irgendwas machen können. Was nicht heißen soll, dass ich nicht, seit ich die Challenge erfunden habe, zwischendurch mal Zucker gegessen habe, wie auch zum Beispiel die Cliff Bars oder so in den USA. Aber das war halt, hatte absolut keine regelmäßige Basis mehr. Die meiste Zeit war wirklich Challenge-treu. Das waren Ausnahmen, die vielleicht, ich sag mal, 1 oder 2 Mal im Monat passierten. Und ich hatte diese Karies auch immer, obwohl ich morgens und abends Zähne geputzt habe. Weil mir auch nie einer beigebracht hat, vor allem meine Mutter nicht, dass man, nachdem man jetzt irgendwie was gegessen hat, sich vielleicht auch nochmal die Zähne putzen sollte, wenn es was war, was Karies erzeugt. Ich habe halt gedacht, morgens und abends putzen, das reicht. Aber nee, wenn du natürlich erstmal morgens deine Zähne putzt, danach ein Nutella-Brötchen isst und irgendwie eine heiße Schokolade trinkst und vielleicht noch ein Corny-Müsli-Riegel mit in die Schule kriegst, dann hast du den ganzen Tag über von morgens bis abends arbeiten die Bakterien und zerstören deine Zähne. Dadurch, dass sie halt Säure ausscheiden, weil sie diese Kohlenhydrate, diese einfachen Kohlenhydrate verstoffwechseln. Ja, Zucker ist scheiße. Zucker ruiniert den Körper und den Geist. Und es ist was völlig anderes, das rational zu wissen oder gelesen zu haben in Studien oder auch in Erfahrungsberichten oder es mal selber am eigenen Leib erfahren zu haben. Wenn du es einmal am eigenen Leib erfahren hast, dann wirst du das nie wieder loswerden. Es ist halt wie bei Zigaretten. Man hat das Gefühl, die entspannen einen. Ja, aber eigentlich ist das gerade ein riesiger Stressor, der auf den Körper ausgeübt wird.
Und in dem Moment, wo man halt gestresst ist und dann halt Zucker will, ist es womöglich wirklich nur das Zuckerwollen ein Entzugssymptom, dass der Körper jetzt gerade nicht genug Zucker hat, beziehungsweise nicht das Level hat, was er gerne hätte, oder das Belohnungssystem nicht das Level hat, was es gerne hätte. Und das ist kein Undercarb-Sein. Nein, das gibt's nicht. Das ist biochemisch unmöglich und physiologisch unmöglich. Wenn man Stress hat und Heißhunger hat auf Schokolade, dann hat man den, weil man, also hat man den Heißhunger, weil man regelmäßig diese Schokolade isst und weil man ohne mit diesen Stressgefühlen nicht mehr zurechtkommt. Das ist alles. Es gibt Gluconeogenese. Der Körper kann sich seine Kohlenhydrate selber machen, wenn er unbedingt welche braucht. Das ist alles reine Sucht. Und wenn man da erstmal da raus ist, dann hat man die Möglichkeit, das Leben ganz normal, wie es die Natur, die Natur hat uns eigentlich als stressresistente Wesen erschaffen, weil wir viele Stressoren um uns haben, schon immer hatten. Also das Leben ist halt, ne, hart und gefährlich und man wird gefressen und man verhungert und man stirbt durch Kälte oder man ertrinkt und weiß der Geier alles. Eigentlich können wir das. Wir können das aber nicht mehr, wenn unsere gesamte Biochemie durch verarbeitete Nahrung, besonders durch Zucker, ruiniert wird. Ja, habt ihr das schon mal erlebt? Wenn ja, dann schreibt es mir gerne drunter. Und wenn ihr es mal erleben wollt, dann könnt ihr natürlich die Raus aus der Lustfalle Challenge machen. Und wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und wenn ihr mich abonniert, diesen Raus aus der Lustfalle Foodplan mit irgendwie 49 Rezepten, die alle zuckerfrei, fettfrei, glutenfrei, cholesterinfrei, frei von allem sind. Das war's. Ich sag ciao, bis bald, eure Silke.